Elefant. Oh, was ist denn das? Mal schauen, was das wird. Das sieht ja lustig aus. Also ich habe keine Idee, was das sein soll. Puh, das ist aber anstrengend. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Fertig, eine Kuh. Genau. Hast du Lust auf einen Ausritt? Dann steig mal auf. Auf geht's. Ich heiße Max und bin 7 Jahre alt und ich lecke gerne Eis. Wenn meine Oma Geburtstag hat, dann schreibe ich ihr einen Brief. Dann brauche ich die Zunge, um die Briefmarke zu lecken. Dann klebe ich die Briefmarke auf den Brief drauf und haue nochmal richtig drauf. Fertig, der Brief. Ich kann einen ganz besonderen Trick mit meiner Zunge ein Gummibärchen von meiner Nase holen. Thank you.
Hallo. Streckt mal eure Zunge raus. Ja, genau so. Geht leicht, nicht? Es gibt aber ein Tier, das kann das genau nicht. Und ich möchte mich heute mit euch auf die Suche machen. Welches Tier kann seine Zunge nicht rausstrecken? Damit ich sehen kann, welches Tier seine Zunge nicht rausstrecken kann, bin ich unterwegs zur Fütterung. Da darf ich nämlich heute dabei sein. Und das erste Tier, dem wir ins Maul schauen, ist eine Giraffe. Hallo, wer bist denn du? Was meint ihr? Kann eine Giraffe die Zunge rausstrecken? Also küssen kann sie schon mal. Das probieren wir. Komm mal her, hier ist ein Stück Banane. Guck mal. Und? Zeigst du uns dafür die Zunge? Oh, da sehe ich doch was. Ja, ja. Oh, das ist aber eine lange Zunge. Ich habe noch ein Stück. Willst du noch mal? Guck mal hier. Da, ja, ja, ja. Also die Giraffe ist nicht das Tier, was wir suchen. Schöne Zunge. Und könnt ihr schon hören, bei welchem Tier ich jetzt bin? Das ist ein Seelöwe. Na, hallo Seelöwe. Was meint ihr, kann ein Seelöwe die Zunge rausstrecken oder nicht? Das werde ich jetzt gleich mal probieren. Und zwar mit einem Fisch. Hallo? Oh. Ich habe keine Zunge gesehen. Ihr? Da ist sie ja. Ja, nicht ins Ohr rülpsen. Okay, also der Seelöwe ist nicht das Tier, was wir suchen. Oh. Das nächste Tier habe ich auch schon entdeckt. Es ist ein Löwe. Aber da kann man ja auch schon beim Gähnen sehen. Der Löwe hat eine Zunge und die kann er gut rausstrecken. Also den suchen wir auch nicht. Also weiter geht's. Hallo. Na? Was meint ihr? Kann ein Ameisenbär die Zunge rausstrecken oder nicht? Hallo. Willst du einmal die Zunge rausstrecken? Wir haben den Ameisenbär mal ganz vorsichtig geweckt. Ob er uns dafür jetzt mal die Zunge rausstreckt? Ja? Ne? Alter Schwede. Also wenn einer die Zunge rausstrecken kann, dann ist es der Ameisenbär. Nicht schlecht. Das ist also auch nicht das Tier, was wir suchen. Tja, ist es dann vielleicht unser nächstes Tier? Ein Chamäleon? Hallo. Hallo, Chamäleon. Ich habe hier eine sehr leckere Schabe. Ui, das ging ja schnell. Also da konnte man ja kaum was sehen. Das müssen wir uns noch mal langsam angucken. Und zack. Und wie das die Zunge rausstrecken kann. Meine Herren. Guten Appetit. Welches Tier kann denn jetzt seine Zunge nicht rausstrecken? Ich habe einen Tipp bekommen. Das hier soll es sein. Schaut mal, ein Krokodil. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Vor allem das Maul. Schaut euch mal diese riesen Zähne an. Puh. Tja, wo ist denn jetzt hier die Zunge? Hier. Da bewegt sie sich. Und mehr bewegen kann sie sich auch nicht, denn sie ist fest angewachsen beim Krokodil. Deshalb kann das Krokodil die Zunge nicht rausstrecken. Tja, aber so richtig genau kann man es nicht sehen. Und näher ran traue ich mich nicht. Deshalb bringt uns Christian einen kleinen Alligator. Hallo. Bei dem können wir ein bisschen genauer gucken. Und deine Zunge ist angewachsen? Genau, wenn er dann so. Schaut mal. Seht ihr das? Da ist die Zunge angewachsen. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass die Zunge angewachsen ist, weil dann kann er sich nicht auf die Zunge beißen. Bei den scharfen Zähnen wird das ganz schön wehtun. Das ist also das Tier, was wir gesucht haben. Krokodile und Alligatoren können ihre Zunge nicht rausstrecken. Mehr vom Elefanten in der ARD Mediathek.